So, hallihallo bei Lippus Video. Heute meine erste Spitzerklinge. Fertiggestellt. Ich habe jemandem versprochen, wenn ich mal eine Spitzerklinge mache, bekommt er die erste. Mal sehen, ob er sich daran noch erinnert. Es ist ja momentan Mode, sich mit meinen Messern zu rasieren. Hier an der Spitze ist das absolut möglich. Hinten habe ich es ein bisschen stumpfer gemacht, weil, oder gelassen, oder wieder gemacht, ehrlich gesagt, weil man da ja noch viel dran arbeiten muss, um das einzustehlen. Und wenn das Säbelmesser scharf ist, dann schneidet man sich nachher noch. So, ich muss jetzt extra rausgehen und ein Stück Holz suchen. Damit ich dieses Messer hier vorstellen kann. Was ist jetzt diese BK2-Klon oder Burka Magnum Kemp oder wie auch immer man es nennen möchte? Holz geht das jetzt gut rein. So wirklich kontrollierte Schnitte sind damit allerdings nicht unbedingt möglich. Liegt wahrscheinlich an diesem unglaublich fetten Griff. Das ist ja ein ganz mieser Faustgriff. Naja, obwohl. Aber es ist eher so ein Survival-Messer für die Survival-Typen. Ich habe natürlich mein Logo drauf gemacht, damit ich es nicht verwechseln mit irgendein anderes Messer. Der Schliff ist schön ballig geworden. Sieht man das? Und ja. Jetzt geht das Ding ein. Und das war's schon wieder. Und tschüss, euer Lippus.